Hallo und willkommen zum Weihnachtstest-Check. Wir fangen in diesem Monat unsere kleine Reise durch all die vielen Testversionen, die uns erreicht haben, an mit Baphomets Fluch 3. Das zeigen wir euch einen kleinen Tick länger. Baphomets Fluch 3 ist Teil einer Adventure-Serie, klassischer Adventure-Serie, hat sich allerdings von den Wurzeln relativ weit entfernt. Was ihr hier seht, ist eine der relativ häufigen Klettereinlagen. Unten rechts seht ihr so ein Zelda-mäßiges Interface. Wenn ihr an der richtigen Stelle steht, leuchten dort Symbole auf, mit denen könnt ihr dann, seht ihr zum Beispiel einen Abhang runter, euch irgendwo hochklimmen, an die Wand pressen und so weiter. Das Ganze hat mir nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Klettereinlagen, zumal es Stellen im Spiel gibt, an denen ihr den einen kleinen bestimmten Punkt, zum Beispiel an einem Baugerüst, finden könnt, an dem ihr dann hochklettern könnt. Das ist ein bisschen blöd gemacht, steuerungsmäßig. Ich weiß nicht. Klassische Rätsel gibt's auch. Hier jetzt mal eins, wir müssen die Tür aufmachen und nehmen dazu unser Inventar zur Hilfe. Dort finden wir den Presseausweis und mit dem können wir das Schloss knacken. Es stimmt, mit einem Presseausweis kommt man überall rein. Viel komplexer als so wird es leider nicht im Spiel. Meistens findet ihr einen Gegenstand und müsst ihn 5 Meter weiter einsetzen. Richtig komplexes Inventar und große Rätsel, wo man mehrere Gegenstände kombinieren muss, gibt's eigentlich nicht. Das Ganze läuft eher über die Logikschiene und was ihr super oft machen müsst, ist Kisten verschieben. Und ich hasse Kisten verschieben. Es ist aber nicht alles schlecht. Die Inszenierung ist wieder klasse. Die deutschen Stimmen gehen voll in Ordnung. Das Spiel sieht hübsch aus und hätte ohne weiteres ein abendfüllender Zeichentrickfilm werden können. Zum Schluss von Baphomets Fluch, bevor wir mit dem Rest weitermachen, noch ein letztes wichtiges Element, sogenannte Action-Events. Ihr seht in diesen Action-Events so eine Zwischenszene und an einem bestimmten Punkt der Zwischenszene leuchtet ganz kurz so ein kleines Symbol auf. Das bedeutet, ihr könnt mit irgendwas interagieren und dann habt ihr ungefähr so eine Nanosekunde Zeit, um eine Taste zu drücken, hier bei der Bratpfanne, und das war schon zu spät. Dann seid ihr leider tot und müsst die Zwischenszene von vorne anschauen und das Ganze nochmal versuchen. Also, hier seht ihr das Ganze jetzt nochmal. Diesmal weiß ich, aha, gleich leuchtet was an der Bratpfanne auf und muss dann sofort innerhalb einer Nanosekunde auf den Knopf drücken, um mich hier zum Beispiel gegen die Killerin zur Wehr zu setzen. So. So viel zu Baphomets Fluch 3. Den Rest lest ihr im Test im Heft. Wir machen mit dem Rest des Testchecks weiter. Das hier ist übrigens die PS2-Version des Spiels. Arx Fatalis für die Xbox ist die Umsetzung eines bereits vor einer ganzen Weile erschienenen PC-Rollenspiels. Ist ganz ordentlich und solide, hat uns eigentlich ziemlich gut gefallen, ist aber auf jeden Fall nur was für Leute, die sowohl Morrowind als auch Knights of the Old Republic schon durchhaben. Die können da sicherlich mal ein bis mehrere Blicke drauf werfen. Ihr seht schon, während hier die Bilder laufen, an der Steuerung merkt man, wo das Spiel seinen Ursprung hat, nämlich auf einem PC mit Maussteuerung. Das ist mit dem Controller ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber durchaus zu machen. Wenn ihr eurem Hirn mal so richtig eine Pause gönnen wollt und auch eurem Sinn für gute Computerspiele, dann solltet ihr euch vielleicht mal an Backyard Wrestling Don't Try This at Home versuchen. Die derbe Prügelei auf Ballermann-Niveau ist an Stumpfsinn nur schwer zu überbieten und ja, ich weiß nicht, wenn ihr mal irgendwie jemanden zu Hause habt und ihr habt eine wilde Party und ihr seid irgendwie ganz besonders trashiger Laune, dann könntet ihr das mal so reinschmeißen. Auf jeden Fall hat man versucht, die miese Kollisionsabfrage und die sonstigen spielerischen Probleme einfach dadurch zu kaschieren, dass man noch ein bisschen rote Suppe mehr draufmalt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es schon erkannt, ich fand das Spiel nicht so toll. Also machen wir mal weiter. Batman Rise of Sin 2 ist eine ganz nette Dauerprügelei für zwischendurch. Technisch solide gemacht. Auf Dauer relativ eintönig.
aber auf jeden Fall als Batman-Umsetzung gar nicht so verkehrt. Ihr prügelt euch mit Kombos durch Horden von Gegnern. Die Kombos werden, ähnlich wie man das jetzt aktuell von den Spielen zu den Herrn-der-Ringe-Filmen zum Beispiel kennt, bewertet, wie zum Beispiel hier mit nett, großartig und so weiter. Habt ihr genug Kombos gemacht, legt sich oben links ein Balken auf und dann könnt ihr einige Spezialschläge machen. So eine Art Wirbelattacke habt ihr eben mal ganz kurz am Anfang gesehen. Ist ganz nett, kann man machen. Bloody Roar 4, routiniertes Update einer Serie. Bloody Roar 1 und 2 erschienen seinerzeit auf der PS1, Teil 3 und 4 auf der PS2. Teil 3 gibt es übrigens jetzt überarbeitet auch für die Xbox, heißt Bloody Roar Extreme. Das hier ist aber, wie gesagt, ein ganz neuer Teil, Bloody Roar 4 für die PS2. Mein erster Angespielteindruck, wie ich eben schon erwähnt habe, routiniert. Es bleibt eigentlich alles beim Alten. Ihr habt eine ganze Reihe von Charakteren, die sich im Laufe des Kampfes in individuelle Monster, Tiere, whatever, verwandeln. Celebrity Deathmatch für die Xbox. Dafür ist der Testcheck erfunden worden. Übers Spiel selbst brauchen wir nicht viel zu reden, das ist kompletter Vollschrott, aber es gibt euch die Möglichkeit, Dinge zu tun, die ihr schon immer mal tun wolltet. Bei mir ist das in der Rolle von Marilyn Manson Justin Timberlake mal so richtig zeigen, wo die Peitsche hängt. Und das mache ich jetzt auch mal. Ich habe den guten Justin schon mal ganz gut niedergeprügelt. In diversen Testmatches haben wir mit dem armen Kerl schon weiß Gott was gemacht. Zum Beispiel in der Rolle von Dennis Rodman ihm den Kopf abgerissen und damit irgend so ein Dunking in Basketballkorb gemacht. Ja, schön immer rein in die, ja, genau. Das konnten wir aber den Leuten hier nicht zumuten. Irgendwo müssen wir ja die Jugend schützen. Aber dafür machen wir jetzt das mit Justin Timberlake, was er schon immer verdient hat. Ab in die Hölle mit dir! Gut gemacht, Marilyn. Wir sagen Daumen hoch für Marilyn Manson, Daumen runter für Celebrity Deathmatch. Aber eins muss ich zugeben, wir hatten verdammt viel Spaß damit. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Crash Nitro Kart, hier in der Version für die PS2, ist der große, dreist geklaute Mario Kart-Klon. Der hatte mal einen Vorgänger auf der PS1, Crash Team Racing, und der war sogar ziemlich gut. Dementsprechend hohe Hoffnungen hatte ich eigentlich für das Spiel, hab's auf Messen auch mal angespielt und fand's ganz cool. Jetzt, wo ich's ein bisschen länger gespielt habe, ist mein Eindruck doch eher ernüchtert. Es ist extrem undynamisch beim Fahren, die Strecken sind eher öde und es will nicht so richtig der Spaß aufkommen. Also an Mario Kart kommt es meilenweit nicht ran. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das Leuten, die keinen GameCube haben, so wirklich uneingeschränkt empfehlen kann. Schwer zu sagen. Vielleicht mal mit zwei Kumpels ausleihen, angucken und wenn es gefällt, cool. Und wenn nicht, dann müsst ihr wohl auf ein anderes Kartspiel warten. Oder einen Cube kaufen, der ist ja gerade billiger geworden. Genug philosophiert und vor allem genug Crash Nitro Kart gespielt. Wir machen weiter, wir haben noch viel zu tun. Dancing Stage Fever, das Original unter den Tanzmatten spielen von Konami, ist gesetzt für Leute, die auf solche Spiele stehen. Jetzt vor allem, wo die Original-Konami-Tanzmatte endlich auf dem deutschen Markt ist. Songauswahl hat mir klasse gefallen, sind coole Sachen dabei, wie zum Beispiel hier. Hat auch ganz gut Auswahl an Modi, so gibt es zum Beispiel auch den Einzelspieler-Modus für zwei Tanzmatten. Das bedeutet, ganz Wahnsinnige dürfen auch auf zwei Tanzmatten gleichzeitig rumsteppen. Ich kann wie immer nur predigen, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, gebt solchen Spielen eine Chance, ist super fun, macht Riesenspaß mit einer Tanzmatte, ist eine geile Sache, kann man blind kaufen, das Spiel. In Der Hobbit, dem Spiel zur berühmten Vorgeschichte vom Herrn der Ringe, hier in der Version für die Xbox, werdet ihr mit so gnadenlos spannenden Aufgaben konfrontiert, wie zum Beispiel eine Nähnadel zu suchen oder hier ein Butterfass zu besorgen, mit den Kindern Verstecken zu spielen. Ich weiß nicht, wenn ich mich so an meine Jugend zurückerinnere und so, ich glaube, ich fände es spannender, für meine Mutter den Müll rauszubringen, als in Hobbingen irgendwelche Nähnadeln zu suchen. Der Vorteil,
Bei eurer Mutter kriegt ihr vielleicht noch ein paar Kröten dafür. Hierfür müsst ihr eine Menge Euros raushauen. Mag sein, dass es nachher noch spannender wird und es weggeht von den Hausfrauenpflichten hin zu irgendwie spannenderen Tätigkeiten. Aber der Hobbit ist ein zähes, übles Spiel, das der Romanvorlage nicht gerecht wird, den Charakter nicht einfängt und mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Dragon Ball Budokai 2 ist so ein Spiel, das kriegt das ganz klare Label für Fans. Kai findet es total klasse, wollte uns überreden, es aufs Cover zu nehmen, ist damit mit dieser Idee leider kläglich gescheitert. Aber wie gesagt, es hat sicherlich seine Fans und von der Produktqualität her ist schon in Ordnung. Also ist zumindest kein Lizenzschrott. Also wer auf Dragon Ball steht, der wird damit sicherlich in irgendeiner Weise glücklich. Da ich weder auf Dragon Ball noch besonders auf Beat'em-ups stehe, werde ich mit dem Spiel nicht besonders glücklich und setz unsere Tour deshalb gleich mal locker fort. Aber nicht, bevor ich den jetzt nicht vermöbelt habe. So, ESPN NBA 2004, hier für die PS2, die Neuauflage von Segas Basketball-Reihe. Ist wie immer eine Spitzensimulation, sieht auch klasse aus und spielt sich super. Mir persönlich ein Tick zu trocken, zu realistisch, aber das ist natürlich pure Geschmackssache. Für jemanden, der ein wirklich ernsthaftes Basketball-Sportspiel sucht, ist das hier die momentan beste Wahl auf dem Markt. Keine Frage. EAs Fußballmanager 2004 steht zwar Rainer Kallmund vorne drauf, ist aber kein Rainer Kallmund drin. Dafür unzählige Vereine aus unzähligen Ligen im Original. Hier der erste Spieltag der Regionalliga Nord. Ich versuche mich an meinem FC St. Pauli. Gebt ein ziemlich bescheuertes Interview. Danach geht das Spiel los. Dank neuem Fußball Fusion Feature kann man die Spiele auch wahlweise in FIFA 2004 spielen. Das finde ich ein ganz cooles Feature. Ansonsten muss ich sagen, mag ich Fußballmanager-Spiele eigentlich sehr gerne. Habe ich früher immer bis zum Erbrechen gespielt. Anstoß zum Beispiel seinerzeit auf dem PC, wie ein bescheuerter gezockt. Sind allerdings so Spiele, bei denen ich ganz ehrlich sagen muss, die sind nicht für die Konsole erfunden worden. Die Ladezeiten sind mal wieder monströs. Da muss man schon sehr viel Geduld haben. Da die Spiele zumeist auch auf dem PC nicht besonders hardwarehungrig sind, wer also zumindest Mittelklasse-PC zu Hause stehen hat, sollte sich überlegen, sowas lieber auf dem PC zu kaufen. Wer keinen PC hat und unbedingt sowas spielen will, der kann sich das aber auch auf der Konsole problemlos geben. Qualitativ ist das Ding vollkommen in Ordnung. Nervt halt nur ein bisschen mit den Ladezeiten. Ansonsten, Details gibt's wie immer im Test im Heft. Das ist auch wieder so ein Spiel. Dafür reicht die Zeit im Testcheck nicht wirklich aus. Na, wer hat sich erschreckt? Jetzt schnell die Tasten drücken. Schafft. Das war knapp. Wir sind bei Grabbed by the Ghoulies, dem neuen Spiel von Rareware. Das sind die guten Leute, die für Nintendo so Meilensteine wie Perfect Dark, Banjo-Kazooie oder auch Donkey Kong 64 gemacht haben. Grabbed by the Ghoulies ist das erste Spiel, was exklusiv für die Xbox kommt. Ist voller guter Ideen, sehr knuffig, aber mit recht wenig Tiefgang und ziemlich eindeutig eher für jüngere Spieler gemacht. Mir hat es trotzdem ganz gut gefallen, gerade wegen der vielen kleinen, witzigen Ideen. Ich warne euch allerdings, ewig lang trägt das Konzept nicht. Trotzdem sehr nett. Und sehr hübsch und stimmig inszeniert. Da ist die Tür zum nächsten Spiel. Die muss ich jetzt nochmal eben ganz kurz aus dem Weg räumen. Gravums. So. Damit ist der Weg frei zum nächsten Spiel. Da gehen wir erstmal hin. The Italian Job ist auch mal wieder ein Lizenzspiel zum gleichnamigen Film.
Und ist aber gar nicht so schlecht geworden. Ich weiß, die Grafik sieht erstmal jetzt nicht so super aus. Die Grafik sieht ehrlich gesagt ziemlich scheiße aus. Aber es spielt sich gar nicht so übel und es macht sogar Spaß. Man kann so ein bisschen hirnfrei durch die Gegend schraddeln, kriegt extra Punkte für Stunts, für Randale, die man schlägt. Die Spielbarkeit ist wirklich gut, die Steuerung recht gelungen, total anspruchslos, aber ist genau das Richtige für das Spiel. Also ich fand es gar nicht so übel. Ich will damit nicht sagen, dass es irgendwer kaufen soll, aber es ist zumindest nicht schlecht. Nicht ganz schlecht. Und außerdem hat es Minis und Minis finde ich super. Mit Mario Party 5 erwartet euch das alljährliche neue Mario Party Spiel. Am Prinzip selbst hat sich nicht viel geändert. Ihr spielt alleine oder mit mehreren Leuten auf einem Spielbrett, zieht eure Figuren und spielt 43 Milliarden Minispiele. Das Kurzfazit bleibt auch gleich. Zu mehreren Leuten ist es ein super Spaß, eignet sich vor allem für Kumpels, die ihr vielleicht habt, die keine Zocker sind oder sowas. Das kann man auch mal mit Mama, Papa, Onkel, Tante und so weiter zu Weihnachten spielen. Alleine wird's sehr schnell ziemlich dröge. Aber wie gesagt, als Familienspiel oder Spiel für Freunde, die nicht Zocker sind, ist das auf jeden Fall eine klasse Sache. Harry Potter Quidditch Weltmeisterschaft ist die Umsetzung des Zauberersports und auf den ersten Blick auch echt gut gelungen. Ihr beginnt mit simplem Passspiel und Schießen und lernt später dann auch noch, wie man Klatscher einsetzt oder besonders spektakuläre Spezialmanöver macht. Dummerweise, so nach einer halben Stunde wird es ziemlich dröge und vor allem wird es richtig ärgerlich, weil das Spiel ist gnadenlos unbalanciert. Der Computer spielt teilweise viel zu gut und ihr könnt einige Sachen gar nicht vernünftig einsetzen. Da lohnt es sich eigentlich eher, darauf komplett zu verzichten und einfach so viele Tore wie möglich zu machen. Das Rennen um den Schnatz am Ende ist nämlich eigentlich gegen den Computer echt nur sehr schwer zu gewinnen. Hier sollte sich EA überlegen, ob man vielleicht ein bisschen mehr Entwicklungszeit investieren sollte und mal ein bisschen ausführlicher die eigenen Spiele testet, statt alles immer schnell, schnell, schnell rauszuhauen. Das gleiche Problem wie Quidditch-Weltmeisterschaft hat nämlich zum Beispiel auch das auch in dieser Ausgabe getestete Medal of Honor Rising Sun. Wenn das nicht mal irgendwann in die Hosen geht, die müssen aufpassen, dass sie ihre Serien nicht zu Tode reiten. Das ist schon anderen passiert. Secret Weapons Over Normandy ist der Nachfolger zu einem Klassiker, der hieß seinerzeit Secret Weapons of the Luftwaffe. Secret Weapons Over Normandy hier in der Xbox-Fassung sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht wirklich spektakulär aus. Technisch ist es nicht gerade die Granate. Aber, so hat mir Henry versichert, es ist ziemlich anspruchsvoll und hat super abwechslungsreiche Missionen. Ist also durchaus ein bis zwei Blicke wert für Leute, die sich für das Genre interessieren. Wer es gerne actionlastig und fett präsentiert mag, dem kann ich das in der letzten Ausgabe getestete Crimson Skies wärmstens ans Herz legen. Ist ein fantastisches Spiel. Wer es ein bisschen anspruchsvoller und mehr so fliegerisch hat oder so, der sollte sich das hier mal angucken, wenn er über nicht ganz super zeitgemäße Grafik hinwegsehen kann. Die Sims brechen aus und wir brechen mit, zumindest wenn wir solche Hemdenmotive sehen. Komm, lass uns jetzt mal einen Sim bauen. Mir darf man ja bekanntlich keine Editoren in die Finger geben. Schauen wir mal, was es da so an Klamotten gibt. Das ist doch nichts für uns, oder? Gucken wir mal weiter. Oh, Alter. Ja, darauf haben wir gewartet. Star Trek ist super. Die Uniform, die nehmen wir. Das ist unser Sim, keine Frage. So, jetzt noch die passende Hose dazu. Was gibt's denn alles für nette Hosen? Ach, das ist alles nix. Bein zeigen wir nicht. Denn da mal keine vernünftige Hose bei. Oh, das geht schon eher in die... Oh, yes! Da haben wir unsere... Zurück. Ah, da haben wir unsere Hose gefunden. Keine Frage.
Jetzt noch ein paar nette Schuhe dazu. Oh ja, die Schlappen gehen schon in die richtige Richtung. Was haben wir noch? Yes! Okay, das ist doch perfekt, oder? Stilsicher und modebewusst wie immer habe ich das hier mal schnell parat gemacht mit dem Sim. Und jetzt können wir uns ins Leben stürzen. Obwohl, ich ganz ehrlich bin, das Gesicht, das passt mir so noch nicht. Da müssen wir noch was dran machen. Ja, Frisur, Augen und so, das geht alles in Ordnung. Eine Brille. Genau, eine Brille ist gut. Na, ja. Oh, yes. Perfekt. Perfekt. Wir haben unseren Sim gefunden. Headhunter von Modefirmen dürfen mich gerne anrufen. Ich bin zu allen Gesprächen bereit. Und jetzt ab in die Disse. Ja, das ist doch das richtige Ambiente für unsere hippen Klamotten. Und da haben wir ja auch schon die passende Partnerin entdeckt. Der geben wir jetzt mal ein kleines Küsschen. Genau, ach, das war doch noch gar nichts. Komm, komm her jetzt hier. Jawohl, so geht das. Ja. Na, bei den Klamotten und vor allem bei der Brille kann ja wohl wenig schief gehen. Leider stellen wir fest, das war alles nur ein Traum. Eigentlich leben wir in unserer kleinen, drögen Alltagswelt und darum dreht sich die Sims brechen aus. Hier übrigens in der PS2-Version. Statt von Discos und scharfen Bräuten weiterträumen zu dürfen, soll ich irgendwie lieber Karriere machen, sagt mir das Spiel. Ich habe meinem Sim aber gesagt, er soll sich lieber vor die Glotze hauen und einen Actionfilm einlegen. Aber das will er irgendwie auch nicht und ist einfach wieder aufgestanden vom Sofa. Hey! Du gehörst aufs Sofa, du wirst von dem Spieleredakteur gesteuert. Will er nicht, stattdessen geht er lieber essen. Nun gut, das passt auch ganz gut. Und da ich weiß, wie ungern ich mich beim Essen stören lasse, lassen wir unseren guten Herrn Axel Schweiß, so habe ich ihn genannt, mal in Ruhe essen und machen weiter mit dem nächsten Spiel. Der Wind ist doch treue GamePro-Leser werden sich vielleicht noch an meine planlosen Versuche im letzten Jahr erinnern, RTL Skispringen zu verstehen. Jetzt ist ein Jahr ins Land gegangen. Wir haben eine neue Version von RTL Skispringen, die 2004er Version für die PS2. Und wir haben Benny. Benny hat mir in einem intensiven Coaching dieses Spiel erklärt und man höre und staune, ich habe es verstanden. Habt ihr diesen Sprung gerade gesehen? Ich habe es verstanden. Und bin sogar einigermaßen klargekommen und habe einen einigermaßen sauberen Sprung hingelegt. Ich bin immer noch stolz auf mich, konnte mich gar nicht mehr einkriegen und habe auch mittlerweile einigermaßen verstanden, was einige Leute, wie zum Beispiel Benny, ganz cool an diesem Spiel finden. Es macht wirklich ganz gut Spaß. Tiger and Dragon ist das komplett spaßfreie Lizenz-Schrottspiel zum gleichnamigen Film. Ich könnte mich jetzt unfassbar aufregen und wieder mal stundenlang darüber schwadronieren, dass ich finde, solche Spiele sollten einfach nicht mehr gemacht werden. Nachher kauft es noch irgendeiner und denkt, Spielen ist irgendwie doof und versteht gar nicht, warum so viele Leute Videospielen. Ich reg mich schon wieder auf, dabei sollte ich das nicht tun, sonst schimpfen mein Arzt und meine Freundin wieder und deshalb machen wir jetzt weiter, bevor mir die Galle überkocht. Kia Dark Lineage, hier für die PS2, ist ein wunderhübsches, oldschooliges 3D Jump'n'Run, vollgepackt bis zum Rand mit echt guten, knuffigen Ideen, ist super spielbar und hat alle unsere Jump'n'Run-Fans überzeugt. Kleiner Geheimtipp auf jeden Fall für Freunde von Jump'n'Runs. Wer Hüpfspiele nicht mag, der braucht das gar nicht erst anzugucken. Wer allerdings zum Beispiel Rayman 2 super fand und von Rayman 3 so ein kleines bisschen enttäuscht war, der ist der Idealkandidat, um mal einen Blick auf Kia zu werfen. So. Damit wären wir auch am Schluss vom Testcheck angekommen. Während wir uns noch ein bisschen das Kia angucken, möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch ein wunderschönes, super fettes Weihnachten zu wünschen. Lasst euch reich beschenken, lasst euch nur gute Spiele schenken, klärt eure Familie auf, falls sie Lizenzschrott kauft und bleibt uns auch im nächsten Jahr treu.
Bis denne, zock on!